Leute, schaut euch das mal an. Also die Umgebung, wie nennt man das? So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Euro Truck Simulator 2. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer euer Omnibusfahrer und jetzt 80.000, aber ich glaube, das reicht noch nicht für einen eigenen Truck. Schauen wir mal, weil ich möchte mir ein Volvo kaufen. Besuchen wir mal den Händler. Aber ich glaube, das reicht noch nicht ganz. 101.000 oder 4.000, 41,50. 88, 95, 200, was kostet der? 285. Ausführung ändern. Kann ich den vielleicht abrüsten, dass ich da weniger zahlen muss für den? Ich glaube, es schaut schlecht aus. 3250, die kostet weniger. Oder gar keine Lackierung. Warte mal, können wir das wegmachen? Das können wir wegmachen. Den Frontspiegel können wir wegmachen. Vielleicht wird er dadurch billiger. Schauen wir mal. Also Außenspiegel brauchen wir auf jeden Fall. Und ich glaube, ich muss den Spielsound hier mal ein bisschen leise machen. Oder mich selber ein bisschen lauter. Na, wobei, ich darf ihn nicht zu laut machen, weil sonst gibt es wieder Probleme mit Übersteuerung. Auftritte. Die lassen wir mal. Reifen kriegt er keine. Na, kriegt er schon Standard. Was ist denn das? Ach, Radkappe. Ding da. Wie schaut denn die aus? Oh, die schaut dann schlecht aus. Nee. Dann lassen wir mal die da. Oder gar keine. Komm, mach mal weg das Ding. So, Reifen. Ja. Einen großen Tank hat er auf jeden Fall. Also, mit dem weit können wir mit dem auf jeden Fall fahren. Jetzt kostet er, würde er uns nur noch 97.000 kosten. Na, aber der schaffen wir trotzdem noch nicht. Schade eigentlich. Hätte schon gerne jetzt meinen eigenen LKW gehabt. Bestätigen. Ja. 97.000. Können wir trotzdem nicht leisten. Ja. Okay, müssen wir nochmal einen Auftrag fahren. Ich will jetzt auch keinen Kredit aufnehmen, deswegen. Und schauen wir mal. Was haben wir denn wenigstens einen schönen Truck mit dem? Ah, ein Scania. Der schaut nicht schlecht aus. Preis. Oder fahren wir einen Druckbehälter. Steinbruch. Von Straßburg nach Kopenhagen. Können wir eigentlich fahren. 1280 Kilometer. Fahrzeit 19 Stunden. 4 mal 19 sind 36. Nee, das passt irgendwie nicht so ganz. Benzin 21 Tonnen. Nee, komm, also wenn. Dann können wir auch schon eine bessere Ausführung nehmen von dem Truck. Würde ich sagen, nehmen wir diesen Auftrag an. Fangen wir nochmal einen schnellen Auftrag und dann geht die Post ab. So, jetzt erstmal wieder, wie immer, Sitz einstellen. Also, wir müssen mal ganz nach vorne rutschen hier. Und das Sichtfeld einschränken, dass ich die Armaturen gut im Blick habe. Das ist mir sehr wichtig. Kann ich den Sitz nach unten stellen? Ja, kann ich. Und noch ein bisschen nach vorne. Genau, ich möchte die Armaturen immer gut im Blick haben. So, damit passt das. Und, würde ich sagen, legen wir los. Halt, das ist die falsche. Licht können wir ausmachen, brauchen wir nicht. Auf geht's. Ja, okay, auf geht's. So, hoffentlich ist das unsere letzte Fahrt, aber ich glaube schon, also der letzte der letzte große Auftrag. Habe ich jetzt Blinker gesetzt? Nee. So, machen wir den Spießern ein bisschen lauter. So, schließlich sitzen wir hier in einem LKW. Geht's da oben rauf? Nein. Upsala. Scheibengleister. Jetzt haben wir hier drin verfahren. Warte mal. Ach, das ist er. Jetzt habe ich hier drin ein bisschen verfahren. So. Halt. Anderer Gang rein. Sehr schön.
Und los geht's. Ja, genau, da müssen wir hin. Es ist Freitag, 9 Uhr in der Früh. Oh, der hat aber kein schönes Fernlicht. Hat der irgendwie Dachmontierungen? Schauen wir mal. Front und Dach. Was soll denn das jetzt? Warum hat er sich umgestellt? Achso. Nee, hat er nicht. Okay. Er hat keine Front- und Dachmontierungen. Das heißt, er ist mit diesem Fernlicht auskommen, das er hat. Finde ich ein bisschen schade. Na komm, pack das. Ja, packt er. Nee, packt er nicht ganz. Na doch, packt er. Packt er schon. Er ist ein starker, starkes Pferd. So. Weil ich den aussehe, brauchen wir nicht. Und auf geht's. Leute, da merkt man richtig, wenn man hier über die Straße fährt, wie es am Lenkrad rüttelt. So, 82.000 Kilometer hat das schon drauf auf der Uhr. Na, wobei, ich glaube, für einen LKW ist das nicht so viel. So, wir müssen nach Straßburg. Halt. Falscher Gang. Ah, jetzt müssen wir warten, bis der Bus vorbeigerauscht ist. Ah, blöd, dass ich da jetzt nicht sehe. Was habe ich denn jetzt gemacht? Habe ich die Konsole eingeschaltet oder was? Ja. Tja, so aus. Bin ich versehentlich auf die Konsolentaste gekommen. So, auf geht's. Da vorne zieht Wetter auf. Das sieht nicht gut aus. Und ich habe eine neue E-Mail. Nee, aber die lese ich jetzt nicht während der Fahrt. Halt, ich bin zu schnell. Anzeige 589 Liter. Ja, 1000 oder 1200 Liter scheinen da reinzugehen in den Tank. So. Jetzt nach Stuttgart, da muss ich aber nicht hin. So, im American Truck Simulator habe ich ja schon meinen eigenen Truck. Muss ich schauen, dass ich ihn auch hier endlich mal bekomme. Den möchte ich dann auch mal richtig schön machen. Also schon mit einigermaßen netter Ausstattung. Und es soll ein Volvo werden. Weil Volvo Trucks mag ich einfach. Also es ist einfach ein schöner Truck. Auch von der Motorisierung her. Ich weiß jetzt gar nicht, welche von den anderen Trucks sonst noch 750 PS anbietet. Ich glaube mittlerweile auch schon einige, aber mit Volvo bin ich einfach auch in der Anfangszeit vom Euro Truck Simulator sehr gern gefahren. Und an den habe ich mich einfach schon am besten gewöhnt. Halt, Käse! Herrschaftszeiten. Da sind wir. So, aber auf die Autobahn. Kommt sie an. Irgendwie kommt mir das so dunkel vor. Bei euch auch so dunkel? Schauen, ne, also der Bildschirm ist auf höchste Helligkeit eingestellt. So, wir müssen jetzt da mal rüber.
bisschen runterbremsen, sonst schimpft mich die Polizei da vorne. Ja, genau, jetzt haben sie mich ausgebremst. So. Halt, ich sollte auf dem Gas bleiben, dass er da überhaupt die Treppe, den Berg hochkommt. Na, das schafft er schon. Das schafft er schon. Und los geht's, weiter geht's. So, jetzt ist hier 90 erlaubt. Dann können wir Vollgas geben mit unserem Truck. Ich weiß gar nicht, ob da jetzt die Geschwindigkeitsbegrenzung an ist. Ich probiere es jetzt einfach mal. Ja, die ist ein. Geschwindigkeitsbegrenzung ist an. So, da gibt es ein Klo. So, und ich wechsle mal kurz zu den Einstellungen. So, also nur kurz, ich war jetzt nur kurz in den Einstellungen drin, habe ein bisschen was am Spiel verändert, weil ich möchte euch damit nicht langweilen, wenn ich da jetzt über mehrere Minuten in den Einstellungen rumspiele. Weil es das Spiel dann doch ein wenig in die Länge ziehen kann. So, ich glaube, eine Tankstelle gab es da gar nicht, oder? Habe ich jedenfalls keine gesehen, aber ich habe immer noch genügend Sprit drin für 1000 Kilometer. Das reicht auf jeden Fall. Wenn man sich mal überlegt, ein Auto würde mit 500 Litern 1000 Kilometer weit kommen, wäre schon ein bisschen heftiger Verbrauch. Aber gut, für einen LKW wird das normal sein. So, kommt das da vorne eine Mautstation oder was ist das? Was haben denn die da hinten geladen, die LKWs? Straßburg, Stuttgart, okay. Halt, da überholt mich wer rechts. So eine Sauerei. Ich wollte doch eigentlich auf die rechte Spur rüber. Oder muss ich auf der mittleren bleiben? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich muss auf der mittleren bleiben. Bleiben. Moment mal, ich könnte auch auf der rechten bleiben. Ach Mensch. Da weiß man nie, in Deutschland ist es anders. Also in diesem Deutschland ist es anders als in Frankreich. Wenn man da jetzt fährt. Nein, du gehst jetzt nicht auf einen Schreibtisch. Bleibst jetzt mal da drüben. Straßburg-Mannheim. Nee, du bleibst da jetzt sitzen. Nein. Gehst jetzt nicht auf meinen Schreibtisch. So, ich muss geradeaus weiter. Oh, ich glaube, ich bin falsch gefahren. Ja, okay, das Navi korrigiert mich. Oder Navi weist mir dann jetzt wieder den richtigen Weg. Ja, okay, es ist schon ein bisschen was, ja. Ein bisschen anspruchsvoller. Als der alte Eurotruck. Nein, ich habe gesagt, nein, du gehst nicht auf meinen Schreibtisch. Also nicht auf meinen Schreibtisch, auch nicht auf meinen Schoß. Ach, der nervt mich vielleicht. So, ich muss jetzt mal kurz hier. Ja, genau, jetzt bin ich auf der linken Spur. Ganz toll. Lass ich mal kurz hier rüber. Dankeschön. Sieht bald aus, als würde es zu regnen anfangen.
Genau, bleib mal so sitzen hier. Nein, 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 nein. Wenn du dann so. So. Meine Güte. So, jetzt sind wir im Mautstation. Gibt es da eine Automatikkontrolle? Dann muss ich darüber. Da zu sich. So, Herr Kollege. Allgemeines Schulterzucken. So, dann stelle ich mich hier mal vor. So, ein Burger mit Pommes und Ketchup zum Mitnehmen, bitte. Anfang einer Mautstrecke, ne? Schauen wir mal, was das kostet. Komm, fahr zu. Hallo. So, jetzt lass dir mal was einfallen, wie du da wieder runterkommst. Ohne, dass du auf meine Tastatur steigst. Dankeschön. Eieiei. So, da gibt es eine Tankstelle. Fahren wir mal raus. Ich tanke jetzt trotzdem mal lieber, bevor ich da irgendwie unterwegs strande. Drüben ist der LKW-Tankstelle. Ah ja, fahren wir gleich ganz außen hin. So, hoffentlich geht es mit dem Trailer überhaupt aus. Die haben ja coole Zapfanlagen. Kann man direkt vom Führerhaus aus bedienen. So, okay. Schmeißen wir unseren Motor aus. Ich lasse bloß die Zündung laufen. Zum Zugucken von der Tankanzeige. Und dann legen wir los. Füllen wir mal auf. Was geht denn rein in den Tank? Liter. 2640 Kilometer. Und auf geht's. So, mal schauen, was das kostet. Die Kraftstoffkosten werden durch den Arbeitgeber gedeckt. Sehr schön. Ja, was machst du denn da unten? Kommt was? Nee. Komm, fahr vorbei. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön hier draußen. Was liegt denn da? Reifenteil. Haben wir was Neues zu sehen? Leute, schaut euch das mal an. Also, die Umgebung, wie nennt man das? Der Ding hier da. Also, ihr wisst schon. Nicht die Atmosphäre, wie sagt man da? Die Landschaft. Mann, ist das ein Hammer. Das ist wirklich schön. Moment mal. Das ist doch wirklich der Hammer. Ui. Was haben wir denn hier? Einer zu schnell gefahren. So, jetzt Moment mal. Gibt es da irgendwo Fotostudio? Fotomodus. Ach so, mit WASD kann ich die Kamera. Mach mal hier so ein bisschen. So. Warte mal, wie kann ich jetzt das hier? Sehr schön. Ach, ist das schön. Damit muss ich mich noch ein bisschen mehr beschäftigen. Das wird dann ein Thumbnail-Bild. Da muss ich mich aber noch ein bisschen mehr damit beschäftigen.
und das muss ich außer, in Zukunft auch außerhalb der Videos machen, weil so ein Thumbnail, die Erstellung, die kann auch mal gerne mehrere Minuten in Anspruch nehmen und ich will euch damit nicht langweilen. Es ist nicht so, dass ihr es nicht hinter meine Kulissen schauen dürft oder sowas, im Gegenteil. Aber ich finde sowas in einem Let's Play ist sowas immer ein bisschen schwierig, weil da will man ja eigentlich einen Spielfortschritt sehen und nicht Menü und herumgebastelt und so weiter. Dafür gibt es andere Videos oder andere Spalten von Videos. So, jetzt haben wir hier wieder eine Mautstation. Ticket. Ende der Mautstrecke. Arbeitgeber 33 Euro zahlen. Ja, schön, dass mir das der Arbeitgeber zahlt. Auf geht's. Was soll das? Wieso geht die Schranke auf und schaltet dann auf Rot um? Ich verstehe es nicht. So, weiter geht's. Jetzt ist Überholverbot und wir sind auf der Landstraße unterwegs. Mensch, ist das schön. Muss ganz schön viel Arbeit drin stecken, so eine Landschaft zu modellieren und zu gestalten. So, natürlich wieder die Polizei am Start. Die Tankstelle haben wir da hinten auch, sehr schön. Ups, aufpassen, dass ich nirgendwo reinfahre. Mal hier, Vorsicht, eine Engstelle. Der kann bloß mit 30 durchfahren. Die unterhalten sich und der arbeitet auch. Eine Wurstsemmel habe ich keine gesehen. Das ist immer selten, dass man Bauarbeiter ohne Wurstsemmel in der Hand sieht. Grünes Idyll, eine grüne Idylle. Wahnsinn. Schön. Einfach nur schön. Was ist denn das für ein Fahrzeug? Uralter Truck. Stimmt, irgendwann aus den 60er oder 70er, so wie der ausschaut. Ja, wobei, 70er, 80er, irgendwann so in dem Dreh würde ich mal eher schätzen. 60er, 70er, das wäre dann ein Hauber. Da waren ja die Hauber noch eher verbreitet. Was ist das für eine wunderbare Landschaft. Schon wieder eine Baustelle. Wahnsinn. Wahnsinn, Leute. Ist das nicht schön? Aber ein bisschen bewölkt, finde ich, ist der Himmel. Also es ist ein bisschen arg bewölkt für diese Dingens.
Ich finde, es sollte strahlend blau sein. Ein strahlend blauer Himmel und dann noch diese Landschaft. Dann wäre das Bild perfekt. Der fährt ja plus 60. Achso, hier darf man plus 70 fahren. So, und da können wir das 70 fahren. Auf geht's! Da kommt nichts, sehr schön. Den DAF habe ich immer im German Truck Simulator gerne gefahren, weil der drei Scheibenwischer hatte. Aber mittlerweile, also der gefällt mir vom Interieur und vom Dashboard her, gefällt er mir nicht so gut. Und schließlich sitzt man ja die meiste Zeit im Truck und nicht außen drauf. Wäre auch ein bisschen schwierig, außen auf dem Truck zu sitzen und dann zu fahren. Na wobei, der Mr. Bean hat es ja mal geschafft, aber der saß dann nicht auf dem Truck, sondern auf seinem Auto. Oh! Aufpassen, könnte Polizei sein. Ja, ist Polizei. Sind wir mal ein bisschen vorsichtig. So, Mannheim. Jetzt sind wir in Deutschland. Obwohl mich diese Strommasten da an der Seite ja eher an Amerika erinnern. Weiß gar nicht, wo man die bei uns hier noch sieht. Außer wenn es jetzt Telefonleitungen sind oder sowas. Alte Telefonleitungen. So. Dann geht's hier weiter auf die Autobahn. Frankfurt und Stuttgart. Ankunft Samstag um 6.24 Uhr, jetzt Freitag 15.56 Uhr. Und ich muss mich bald zum Schlafen hinlegen. Schauen wir mal, wo habe ich denn hier... Nächste Pause in 3 Stunden. Okay, also das heißt, ich muss bald einen Rastplatz aufsuchen, wo ich Pause machen kann. Ups. So. Und weiter geht's.
komm, fahr vorbei. So, wo kommt denn jetzt endlich die nächste Gelegenheit zum Pennen? Langsam bekomme ich Hunger. Ich habe doch gerade eben erst gegessen. So, komm, ich brauche jetzt bald einen Rastplatz. Jawohl, da kommt einer. In 500 Metern. Sehr schön. Parkplatz mit Tankstelle. Da fahren wir dann raus. Da drüben steht Feuerwehr. Leck mir am Arsch. Entschuldigung, aber... Hä, okay. Aber wir werden nicht anhalten, um uns das Ganze anzuschauen. Denn wir sind nicht sensationsgeil, sondern wir werden uns jetzt hier hinstellen, um eine Pause zu machen. So. Dann war es das auch schon wieder für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht zuzuschauen. Und wenn ihr noch weitere Videos sehen wollt, dann schaut doch einfach mal rein in meinen Kanal, ob ihr was findet in der entsprechenden Playlist. Und wenn ihr keine Videos und keine Livestreams verpassen wollt, dann abonniert meinen Kanal und schaltet auch die Glocke dazu ein. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer Busfahrer.